Hi Leute und herzlich willkommen zu einem. Hast du jetzt weggeguckt? Nicht nee. Gehen, Engel. Nein, nein. Ich gehe nicht. Du gehst. Ich gehe nicht. Nein, 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 ich bin Zeuge. Ja, Gott ist sehr süß. Ja. Komm, Kleines. Okay, sorry. Mach dein Intro. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder meine zwei Special Guests an meiner Seite, und zwar Arthur und meine Mami. Und ich sehe gerade, dass meine Mutter nur fokussiert ist. Danke dafür. Auf jeden Fall, habe ich hier ein fettes ASOS-Paket und da habe ich mir 10 Kleider bestellt. Es waren noch jetzt 10, oder? 10 oder 11 Kleider bestellt, die beiden werten müssen. Und ich habe mir extra auch ein paar rausgesucht, die ich selbst nicht so schön finde, um die Reaktion zu sehen, ob sie mir das sagen würden. Aber ich kann ja schon spoilern, wir haben es ja schon gedreht, also sie haben sehr ehrlich geantwortet. Und ich würde sagen, es geht los und ich zeige euch jetzt die Kleider und ihre Reaktion. Kommst du? Scheiße, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Du Scheiße. Das ist eine. Ich finde es eigentlich aus dem Träger. Ich finde es super sexy. Ja. Super sexy? Das ist wirklich sexy. Ich finde es geil. Ja? Ja. Also hier ist irgendwas an den Brüsten ist irgendwas schief gegangen. Ich finde das eigentlich voll schön. Also ich sage, das ist eine 8. Ja, bin ich bei dir. Eine 8 bis 9, weil es außergewöhnlich ist. Ich weiß aber, dass du sowas nicht anziehen würdest, wenn du mit Arthur weggehst. Also es muss halt ein richtig krasser Anlass sein. Jetzt auf den Geburtstag zum Beispiel würde ich nicht so hingehen. Diese 3D-Blumen, das finde ich halt richtig gut. Das sieht so aus, wie jetzt ja, auf gut, dem Breiten. Ja gut, das macht natürlich... Ja, aber das ist halt diese... Ja, aber Figürchen? Voila! The next one. Die hättest du ja schon mal alle auspacken können, Kim. Scheiße. Ich muss ja auch alle wieder zusammenlegen. Ja. Oh Gott. Genau. Oh Gott, sagst du? Oh je. Nee, das kann ich hinten zu sein, oder? Doch, ich glaube, es war hinten zu. Das kann ich hinten zu sein. Ah, dieser Ding ist so zu aua. Naja, nur mal nicht. Komm, Scheiße, wie geht denn das? Die Mode muss man bleiben. Genau, wer schön sein will, muss leiden. Da kommt das hierher. Okay, wir sagen, ich weiß nicht mehr, wie es auf dem Bild war. Aber wie findet ihr das? Also ich finde das hier oben eigentlich ganz... Ich sag gar nichts. Ah, man muss das hier so als Schleife machen. Gut. Ich fand's vorher nicht. Nein, auf dem Bild ist so eine riesen Schleife. Also, es ist ein süßes Kleid, was ich nicht mag. Nee, ich finde da oben nicht so schön. Ich weiß, immer umknickt, wenn du irgendwas machst. Und ich mag keine ganzen Reißverschlüsse auf dem Rücken. Ich finde, das ist so... Ah, das ist auch zu kurz. Ist zu kurz? Wo ist das zu kurz? Ja, bei mir hat das nur eine 4. Ich bin 4 Punkte? So, ja, ich habe da nicht so einen Frage. Ich finde irgendwie ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Besser als das erste? Ja, ja. Nein, nicht besser als das erste. Nein, bist du verrückt? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine, sag ich, so 5,5. Ach so, ein bisschen besser als was du gesagt hast. Ja, ein bisschen. Okay, dann wieder aufmachen. Gut. Scheiße! Gucken, wie es nochmal aussah. Das ist so ein Flamingo. Geht's? Warte mal, der Knopf, ich krieg den nicht. Ach, scheiß auf den Knopf. Ja. So sieht's aus. Du darfst zuerst, Gentleman. Ehrlich, sei ehrlich. Ja, du bist ehrlich. Wirklich ehrlich. Also, ja. Was sagt ihr zu der Farbe? Geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Wie, was sagt ihr zum... Pailletten geht auch nicht. Ja, Pailletten finde ich jetzt. Was sind Pailletten? Das sind diese kleinen Dinger. Oh nee, das gefällt mir auch nicht, überhaupt nicht. Und was gibt's? Also ich sag, das ist eine richtig gute 3. Was sagt ihr zu den Ärmeln? Die Ärmel finde ich gut und ich mag tatsächlich auch, wenn ich jetzt wahrscheinlich dem Arthur widerspreche, ich den Ausschnitt. Den Ausschnitt finde ich auch geil. Ich finde den Hammer. Aber dieses Geschnüre da um den Bauch rum, was soll das? Das ist von dem Kleid. Das ist furchtbar. Geht gar nicht. Und die Farbe und... ich finde aber... Du hast einen schönen Pupil. Ich weiß nicht, ob das einem... Ich weiß nicht, ob mir die Größe... Irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Figur schmeichelt oder nicht. Doch. Weil ich finde, oben ist mir das so ich zu groß. Du hast eine tolle Figur. Ich auch. Also Figur ist eine super schöne da drin. Aber es ist absolut nicht mein Kleid. Also wie viele Punkte? Also ich gebe nur 2. Ich aber einfach nur, weil es eine tolle Figur ist. Und was finden wir das Schlimmste daran? Die Farbe und die Pailletten. Ich finde die Farbe voll geil. Also in einem anderen Oberteil. Wäre das jetzt ein normales Top oder so? Ja, aber für mich wirkt das etwas... Billig. Ja. Billig, ja. Hätte ich auch gesagt. Das ist ein bisschen billo. Aber falls ihr es haben wollt, ist es in der Infobox. Wie viele Kleider sind das? 10. Ach du Arme. Na, wir haben doch schon 3. Boah, stimmt. Das ist ein perfektes Video. Ja. Müssen wir öfter machen. Ja, aber da muss den BH tanzen. Ja, ich hab ihn aber jetzt nicht aus, sonst habe ich hier keine Brüste mehr. Mach mal runter. Hat Rollkragen, weiß nicht. Irgendwie hat das was. Selbst den Schnitt finde ich toll. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ich finde den mega schön. Fass mal an. Das ist Samt. Ja, und so. Mit Pailletten drauf, so kleine. Ich gehe mal nah dran, dann seht ihr das.
Ich finde es schön. Ja, ohne BH hätte ich es anziehen müssen, aber ja, habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Man weiß ja, wie es ohne aussieht. Das ist aber ein tatsächlich festliches Kleid. Das kannst du nicht so auf der Straße am Tag anziehen. Aber ich finde es mega schön eigentlich. Mir gefällt es. Ich finde, schmeichelt dir, das zeigt cool all deine Vorteile. Ich finde auch die Farbe gut. Ich finde alles gut. Ist aber rein festlich, das Kleid. Das ist also nicht für den Alltag. Punkte? Ich finde es mega. 9. Also das Beste bis jetzt? Ja. Du musst nicht wie meine Mama machen. Ich weiß es durch. Sowieso gut. Ich sag so eine 7, gell? 7, ja. Ich wusste das ja alles. 7. Was fehlt dir da? Die Farbe? Nee, also ich weiß nicht. So auch daher, dass man so kaum anziehen kann, weißt du? Zu was willst du das anziehen? Sehr fest. Das ist wirklich richtig. Ja, da brauchst du wirklich einen Anlass. Oh, für Silvester würde ich das sogar anziehen. Oder du bist bei der Hochzeit. Ja, genau. Einen richtig schönen Schuh dazu. Nicht ganz so hoch. Ich mag das Kleid, ich finde das schön. Ja, es macht viel für dich. Okay, top. Dann du findest am besten, du findest immer auch das Erste am besten. Ja. Ich finde auch das Erste am besten. Alles gut. Obwohl, ich sag 8. Ich sag 8, ja. Er revidiert. Bis 9. Was war das Erste? 8 bis 9, gell? Ja, ja. Oder war das Erste? Ich muss mich das mit diesem, ich glaube, das Erste auf die 8. Ah, mit dem Puff, ja. Oh, das fand ich, ja, fand ich tatsächlich, was habe ich denn da gegeben? 8. Oh. Ich hatte nur 9 eher an das Erste, gell? Ja. Obwohl ich eigentlich sagen muss, dass mir das Kleid besser als das Erste gefällt. Ja, aber es ist eben schade, man kann es nur zu einem besonderen Anlass anziehen, ne? Gefangen den Anlasswunsch. Vielleicht sind wir tot. Okay, also bei dem Kleid muss ich fair sein, das kennt der Arthur schon. Wieso kennt der Arthur? Weil ich das fast zu einem anderen Geburtstag anziehen wollte. Ich finde das eigentlich am liebsten. Ich mag halt so basic mit diesen Ketten und so. Ja, ist halt ein bisschen kurz, glaube ich. Ja, das ist der Hauptgrund, deshalb wird's. Wenn es jetzt länger wäre, hält es bei mir mehr Punkte. Es hat einen kleinen Billotausch. Das heißt, irgendwie, das ist so ein bisschen so. Ja, schlampig. Ihr darf das. Ja, ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir so gar kein Geld mehr haben, ne? Ja. Nee, das ist wirklich sehr verschenken. Ja, das gefällt mir auch. Den Träger mag ich voll gerne. Das ist echt. Ich finde auch den Ausschnitt nicht so schlecht. Nee, das finde ich auch cool. Das Kleid, das Material gefällt mir nicht und das Kleid auch. Das Material, echt, das ist auch genau. Das ist wirklich ein bisschen, aber ich finde das eigentlich, also ist halt mein Geschmack, weil es basic ist. Weil es halt wirklich einfach ein schwarzes, kurzes Kleid ist. Es ist ein super kurzes Kleid und deshalb. Aber seht ihr das? Das finde ich halt geil. Ja, die Träger sind mega. Das Kleid steht ja auch, das kannst du gut tragen. Ich finde es definitiv, wirkt es etwas billig. Schade. Tut mir leid. Schade, okay. Es hätte besser rüberkommen können. Und was gibt ihr für eine Punkte? Für mich ist es so eine 3. Eine 3? Ja, für mich die auch. Ah, echt? Ja. Okay, krass. Na dann. Nein, nimm doch mein Ratschlag ist und lässt es nicht hängen. Was denn? Sieht aus wie so eine griechische Göttin. Den Rücken wollen wir sehen. Ja, sieht man ihn? Die Idee ist unheimlich gut. Ich glaube, es kommt auf dem Film nachher ganz anders rüber. Die Leute sehen das ganz anders. Also kann man das mal hier, der Focus, so sieht's aus. So paillettenmäßig. Ich freue mich mal, dass es eine helle Farbe ist. Ja. Ich finde das gar nicht scheiße mit dem Schnitt, dass es hier so ist und hier wieder länger. Und hier ist es ein bisschen zu groß tatsächlich. Es sitzt nicht so richtig. Irgendwie erinnert mich das an eine Plastiktüte. Ich finde es ganz spannend. Ich hätte es auch gerne wieder ein bisschen länger gehabt, wie alle anderen Kleider. Nee, das finde ich ist voll die geile Länge. Ich will es nicht länger, sonst finde ich mich wie eine Omi. Ich bin positiv überrascht. Bin bei Arthur auch eine 5. Genau. So ein Mittelding. Ja, finde ich. Also wenn ich jetzt damit ankommen würde und würde sagen, Mama, ich will das behalten, würdest du eher sagen, schick weg oder würdest du eher sagen, behalten? Schick weg. Ja. Dann willst du es anziehen. Gut, ja, wenn ihr jetzt auf solche Gartenpartys oder Poolpartys gehen würde, dann würde ich sagen... Ja, wo sind wir bei Ihnen? Eben, eben. Deshalb sage ich, schick weg. Ja. Aber ich fand es schön, dass es mal hell war. Ja. Genau. Jetzt noch was anderes. Eben. Oh mein Gott, das macht mir so schöne Brüste. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Mir schöne Brüste. Arthur ist ganz gespannt. Ich bin gespannt. Auf die schönen Brüste. Ja. Nee, jetzt geht's wieder irgendwie was, nur ein komischer Mann. Oh. Das gefällt mir gar nicht, sag ich ganz ehrlich. Okay, ist sehr kurz. Also, es ist wirklich gar nicht sehr kurz und du musst mir richtig zumachen hinten. Ich glaube, man hätte es größer bestellen müssen. Ja, und mindestens einen halben Meter länger. Ja, also, aber das ist so kurz. Aber was sagt ihr jetzt, wenn es passen würde? Also wenn es ein bisschen... Die Mode gab es schon mal mit diesen Cups, mit diesen abgesetzt. Ich finde das gar nicht schlecht, genau.
aber... Das ist Geschmackssache, glaube ich. Ich finde aber... Ich würde mit dir nicht so weggehen. Nee, ich finde, das ist auch... überhaupt nicht. Aber ich mag das eigentlich auch mit dickeren Trägern. Ich weiß nicht warum, aber das ist diese Farbe finde ich halt auch so Meerjungfrau. So ist für mich eine Meerjungfrau-Flosse. Ja, hier dann auch noch das sieht aus wie ein Kostüm. Hat auch was Billiges. Ich finde, die haben alle einen Touch billig. Außer ja. Das erste finde ich halt nicht so billig. Nee, weil das eben so ein bisschen Couture ist, das erste. Nee, mach das weg. Das ist für mich schon Nummer zwei oder so. Ne? Ja, ja, zwei. Zwei oder halt. Ja, leider. Okay. Das ist wie das andere, aber ich finde das schöner. Ich weiß nicht, welches. Du stehst auf Frillies. Ja. Ich weiß jetzt schon, wie dein Mädchen mal irgendwann heiratet. Oh Gott. Ganz viel Glitzer. Ja, ganz viel Glitzer. Kannst du dich jetzt schon warm anziehen? Und das kürzeste Kleid, was ich habe. Nein, also das sieht aus wie das andere, aber es hat halt nicht dieses. Ich weiß nicht, was ist da der Unterschied? Du hast ja viele festliche Kleider bestellt, gell? Du hast nichts für den Alltag bestellt. Nee, also für festlich finde ich das schön, für Silvester finde ich das schön. Findet ihr das schöner als das andere, weil das ist auch länger? Findet ihr das besser als das andere? Weil das andere hat ja so Cups-mäßig und das ist so ein bisschen luftiger. Also mir gefällt immer noch erst am anderen. Ich meine im Vergleich zu dem anderen, was so aussieht. Ach so, das andere nur mit, wo die Träger ausgezahlt sind. Ja, das ist ein bisschen besser, glaube ich auch. Das ist auch mal 3 cm länger. Okay. Was gibt ihr für eine Punktzahl? 4? Ja. Vier? Was war das andere? 4 oder 3. Ach, wir können uns nicht mehr erinnern. Ich glaube, wir sind einfach... Ich finde schön. Wir warten noch auf den BÄM! Ja. Aber sie kann Kleider tragen. Ja, das stimmt. Die hat wirklich eine gute Figur. In jedem, wirklich. Ja. Doch. Bin ich auch. Okay. Oh, Scheiße. Was denn? Das ist durchsichtig. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein. Ach, du Scheiße. Scheiße. Das müssen wir erstmal gucken, ob wir das zensieren müssen. Ich finde es am schönsten mit. Wenn es jetzt nicht durch so dein Stil, ja, genau. Das finde ich, kann man auch normal anziehen. Das ist ein Kleid, das man auch mal zu einer Party, wie ihr heute Abend, ihr geht ja zu einer Party. Ich finde aber, das hätte am Bauch enger sein sollen. Das ist so, dass man den Slip sieht. Ja, man hätte ja jetzt auch einen weißen sogar. Man hätte da so einen Unterrock und du kannst da so einen Shape drunter machen, einen hautfarbenen und dann sieht man gar nichts. Das ist auch bei Brautkleidern manchmal so, diese Transparenz und so. Aber hier hätte noch ein bisschen taillierter sein können. Ja, ich finde, an der Taille hätte es enger sein können. Aber so vom Kleid her finde ich das richtig süß. Ich finde es auch richtig schön. Wie viele Punkte gibt ihr dem? 9, ja. Ja? Also mit eins der besten? Ja. Finde ich auch. Das erste und das. Und jetzt hast du ja noch ein schwarzes. Finde ich ganz süß. Man sieht halt ein bisschen. Ja, aber das ist. Aber hinten wurde es länger. Hautfarbenen. Sieht man, dass das hinten länger ist als vorne? Bisschen. Okay. Ja, stimmt, ein bisschen. Das würde ich mir sogar vorstellen, dass ich es behalte, weil das finde ich cool. Bei denen weiß ich auch gar nicht, wie es aussieht. Oh. Es ist doch nicht schwarz. Ah, blau? Ja. Ah, oh. Wir freuen toll. Uns. Ja. Schrott. Du sagst, wenn wir sie wieder öffnen dürfen. Nee, das ist voll falsch hier. Das sieht doch eigentlich nicht so aus. Du weißt, dass wir hier Stunden mit Augen zusitzen? Okay. Guckt. Das ist dunkelblau. Und Samt. Und Samt ist halt also immer. Aber ich dachte erst, man trägt es so, weil so hätte ich es schöner gefunden. Ich habe das nicht gemerkt, dass man die Ärmel so. Zeig mal, wie man es wirklich trägt. Ja, so. Ach, das mag ich nicht. Es hat halt ja, vorne ich habe den Reißverschluss vorne statt hinten. Da bin ich nun überhaupt nicht so der Fan davon. Auch nicht. Weil das hat irgendwie immer sowas so. So, ich zieh mich aus. Und will mich. Ja. Und will ausgepackt werden. Ich gucke auch immer diesen Reißverschluss an. Die Farbe finde ich gut. Mhm. Ja. Ich auch. Den Korb finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil du ein schönes Dekolleté hast. Für die Ärmel nicht cool. Die Arme. Ja, genau. Selbst wenn die so wären, würde ich es mehr mögen. Ja. Schatz, bleib doch mal bei deiner Meinung. Ich bin wirklich bei meiner Meinung jetzt, ohne Scheiß, ehrlich. Die Länge finde ich nicht mehr gut. Das, wenn ich was die Länge ist bin, gut. Bin. Ja, das macht der ganze Reißverschluss. Macht das ja, weil der auch vorne dann so alles zusammenzwibbelt. Ja, genau, da hast du so Beulen am Bauch. Überall Beulen. Hinten finde ich es aber schön irgendwie. Ja, ich auch. Ja. Ganz hinten auch. Schön. Aber ich kann den Herstellern nur sagen, wie soll das mit diesen Reißverschlüssen? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie man es dann löst. Ob man einfach einen, nicht so einen großen, sondern so einen schmalen, wie beim ersten Kleid, den Reißverschluss hat man kaum gesehen, dass man wie eine Naht. Oder dass er auch die Farbe hat. Oder genau. Welche Punkte? 6 würde ich jetzt sagen. Weil ich finde es nicht ganz so schlecht. Ich würde sagen 8. Ja. Echt? Mir gefällt es eigentlich. Okay, so, gut. Dann sind wir durch. Außer von diesem Reißverschluss. Ja, das gefällt auch nicht cool. So. Guck mal, ich zeig euch mal kurz was. Ich bin hier überall voll mit Pailletten, aber man sieht das nicht. Ekel, ja. Dann hat sich das ja erledigt. Welches war dein Lieblingskleid? Meins war tatsächlich doch das erste. Ja, meins war auch das erste und danach?
Top 3. Boah, ey, ich das rotane, das schwarze am Anfang. Und dieses lilane, was so einen schönen Rücken hatte. Das mit diesem Dings. Die drei, das sind meine Favorites. Ja. Genau. Ja, okay, bei mir eigentlich auch. Und die schwarzen mit dem Ketten mag ich halt gern. Du magst. Weil das halt, mag ich halt. So. Wie sehe ich denn jetzt eigentlich aus? Voll verschwitzt. Hi, Leute. Das war's mit dem Video. Macht mal. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn so ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und falls ihr euch irgendein Kleid nachkaufen wollt oder auch mal ausprobieren wollt, dann verlinke ich die alle in der Infobox. Und ja, dann, was wollte ich noch sagen? Aktiviert die Glocke. Damit die gut. Benachrichtigungen bekommen. Ah, ja, das cool. Das ist cool. Ja, genau, aktiviert die Glocke. Ja, mach das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye. Tschüss. Ehre. Aktiviert die Glocke, das ist ja cool.